Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Aktionär TV. Mit mir im Studio mein Kollege Andi Deutsch. Es ist Donnerstag, neuer Aktionär, wir stellen ihn vor. Sie sehen es, letzte Kaufchance des Jahres, natürlich mit den beiden Hauptprotagonisten momentan, die dafür ordentlich Wirbel an den Börsen sorgen und vor allen Dingen dafür, dass die Kurse fallen. Natürlich könnte man argumentieren, man sollte jetzt unbedingt aus dem Markt rausgehen, aber es ist ja oder steht zu hoffen, dass sich die Börsen wieder beruhigen und dann ist es vielleicht wirklich die letzte Chance gewesen, hier noch bei ausgewählten Titeln reinzukommen. Es gibt noch weitere interessante Themen im Heft. Veggie Fieber, kommen wir gleich dazu. Irrer Börsengang von Beyond Meat, 160% am ersten Tag. Wir haben uns mit Wasserstoffaktien nochmal auseinandergesetzt, PowerCell und Ceres. Wir haben 7 deutsche Top-Nebenwerte, die nicht nur günstig bewertet sind, sondern gleichzeitig auch noch wachstumsstark und natürlich der Bitcoin, der in den vergangenen Tagen wieder für Furore gesorgt hat, den haben wir ebenfalls mit im Heft. So, schauen wir uns... Das solltest du, glaube ich, noch erwähnen. Diese 4 Extra-Seiten. Die 4 Extra-Seiten. Also, wer sich das Heft kauft und sich in der Titelstory wiederfindet und vor allen Dingen seine Aktien wiederfinden möchte und dann weitere Informationen dazu benötigt, der findet auf 4 Extra-Seiten über einen QR-Code dann einen Anhang und kann schauen, Mensch, wie ist denn momentan meine Aktie? Ist sie gefährdet im jetzigen Umfeld? Ist sie nicht gefährdet? Wie sollten sich Anleger damit verhalten zum jetzigen Zeitpunkt? So, und dann schauen wir uns jetzt mal an, das ist der konservative Top-Tipp, Happy Veggie. Hm? Ja, du hast ja irgendwo, Gemüse ist mein Fleisch. Ja. Genau, eigentlich heißt es ja, Fleisch ist mein Gemüse. Genau, der Kultbestseller. Der Kultbestseller, genau. Aber was hat es mit der Story auf sich? Genau, also Top-Tip-Konservatives McDonald's, wie man sieht, Happy Veggie, der neue Big Vegan TS ist jetzt gestartet und wird auf Twitter heiß diskutiert, also er scheint sehr vielen Leuten zu schmecken. PETA, die Tierrechtsorganisation, hat McDonald's dafür gelobt für diesen Schritt, das will ja schon wirklich was heißen, also McDonald's war ja früher das absolute Feindbild von Tierrechtsorganisationen und von Vegetariern und jetzt scheint ein Umdenken stattzufinden. Also man macht ja schon seit vielen Jahren etwas fürs Image und jetzt mit dem veganen Burger geht man dann noch den Schritt weiter und sagt, ihr müsst bei uns gar kein Fleisch mehr essen. Der Big Vegan, der schmeckt genauso gut wie Fleisch und das bestätigen auch einige auf Twitter. Ich habe ihn noch nicht probiert, aber ich werde es bald nachholen. Na und dann geht er, also das ist jetzt wirklich so dieser Weg vom Image weg und dann natürlich auch in diesen Mega-Milliardenmarkt fleischlose Ernährung, Fleischersatz. Genau, das war das hier das IPO von genau. Beyond das, Meat. Richtig, genau. Das ist Beyond Meat, das ist der Beyond Meat Burger. Das ist der erfolgreichste Börsengang seit knapp 20 Jahren. Also damals in der Dotcom-Euphorie gab es ähnliche Werte, ähnliche Performance am ersten Tag. Also 160% hat die Aktie am ersten Tag. Die ist jetzt wirklich richtig teuer. Die ist richtig teuer, also 4,5 Milliarden Dollar Market Cap bei einem Umsatz letztes Jahr von knapp 19 Millionen Dollar. Respekt. Das ist kein Schnäppchen mehr. Nein, das ist kein Schnäppchen. Auch wenn das ein wirklich cooler Markt ist und wenn sich das durchsetzt, also es gibt ja sehr viele Flexitarier zum Beispiel, die dann... Was ist ein Flexitarier? Ne, die essen halt dann alles. Also die essen dann... So die sind dann ja, so Gelegenheitsvegetarier. Ah, okay. Ne, aber schon, denen gefällt dieser Trend und die tun dann auch Gutes für die Tiere, indem sie halt wenig Fleisch essen. Und für solche Leute ist das natürlich ein... Also Beyond Meat und was McDonald's davor hat, ein großer Schritt. Und wenn es dann wirklich auch dieses Burger-Gefühl hat, dann man sagt ja, der rote Beetesaft, der da drin ist, der verleiht noch dieses saftige Gefühl beim Reinbeißen. Also das, was bis jetzt vegetarische Fleischersatzprodukte eben nicht hatten. Das ist dann für manche schon eine etwas trockene Angelegenheit war. Und jetzt ist es dann wirklich auch beim Reinbeißen so dieses Feeling. Also ich finde es super spannend und McDonald's ist wirklich ein Unternehmen durch den neuen Chef seit 2015, Steve Easterbrook, das sich wirklich extrem weiterentwickelt hat. Also alle sprechen immer von Techs und hier und das sind die neuen Trends, aber wenn man sich mal anschaut, wie McDonald's sich auf links gedreht hat in den letzten Jahren, also mit dem Ambiente der Filialen, jetzt mit den Produkten, aber auch noch die Wurzeln nicht aus den Augen zu verlieren, also die Standardsachen gibt es ja immer noch. Fantastisch. Dann noch mehr Digitalisierung, was die Margen ja dann noch treibt. Also ich finde das Unternehmen einfach super spannend, immer noch. Und die Anleger können, wie gesagt, was fürs Tierwohl tun. Und da habe ich noch einen ganz anderen heißen Tipp für Sie, wenn es Ihnen um das Tierwohl geht. Lassen Sie doch im Supermarkt einfach mal das Hackfleisch für 30 Cent
nebenbei, weil da passt das eine mit dem anderen nicht zusammen. Also das ist meine Meinung. Ja, da hast du auch völlig recht. So, Sie sehen es, danach müssen Sie suchen. Am Freitag, wenn Sie im Kiosk sind, lohnt sich auf jeden Fall. Uns hat Spaß gemacht, die Ausgabe zu schreiben. Ja, wir sagen das jedes Mal, wir meinen das auch immer so. Und wir hoffen natürlich, Sie haben viel Spaß beim Lesen. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.